Herzlich willkommen zu unserer DAX-Schlussglocke. Wir haben die folgenden Themen heute für euch. Einmal Tesla, Porsche, Öl und PayPal. Und wir würden uns freuen, wenn euch unser Content und unsere Analysen gefallen, ihr ein Like unter dem Video dalasst, einen Kommentar, natürlich halt auch den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr weiter über unsere neuen Videos informiert werdet. Hi Samir, hi Andreas. Wie war denn euer Tag bisher? Ja, grüß dich erstmal Boris. Doch recht ruhig oder beziehungsweise je nachdem. Es gab einiges an Bewegung. Man könnte meinen, die Verlierer der letzten Woche sind die Gewinner des heutigen Tages. Umgekehrt, die Gewinner der letzten Woche sind heute so ein bisschen die Verlierer des heutigen Tages. Das heißt, Kryptowährung heute so ein bisschen unter Beschlag, unter Beschuss. Aber dafür sehen wir heute, das werden wir nämlich uns etwas genauer anschauen, Tesla deutlich korrigiert. Wir hatten das ja schon in der letzten Woche soweit besprochen, Boris. Hatte ja knapp 32% seit Jahresanfang soweit abgegeben. Heute zumindest die Tesla wieder etwas stärker in der technischen Gegenbewegung. Und wir sehen sogar ein sattes Plus von 6%. Wir schauen am besten direkt mal auf den Chart, auch hier für die Zuschauer. Ja, so sieht das Ganze aus. Also wir haben da tatsächlich, wenn wir uns die Tesla mal etwas genauer anschauen, so gucken, ob das jetzt auch hier gleich mal ein bisschen rüber swappt. Also hier sieht man es zumindest auf der Oberseite, 6%. Aber der Chart braucht gerade ein bisschen im Moment, bis wir hier das Ganze sehen. Ja, jetzt kommt's. Genau, so sieht das Ganze nämlich aus. Ihr erinnert euch, die 200 US-Dollar waren eine wichtige Unterstützung. Wir haben über Wochen hinweg daran gearbeitet, um uns sag mal, an der 200 Dollar irgendwo so ein bisschen zu stabilisieren, dann auch wieder ein bisschen oben rauszulaufen. Das hat alles nicht gefunzt und damit ja, ist die Aktie irgendwann durch. Mit unter anderem auch einige Analysteneinschätzungen, die die Aktie eher ein bisschen, ja, ich sag mal, kritisch bewertet haben. Es gab aber auch durchaus einige große Fondsmanager und Hedgefonds, die sich kritisch zu Tesla geäußert haben. All das hat so ein bisschen Druck ausgeübt. Und auch der Wettbewerb, das macht es im Moment bei Tesla im Moment alles nicht gerade so einfach. Wie sieht es denn dementsprechend aber momentan bei der Porsche aus, Andreas? Hast du da noch ein paar weitere Informationen halt drauf dazu? Ist es ähnlich wie bei der Tesla oder geht es da in eine ganz andere Richtung? Ja, also es geht erstmal in eine ganz andere Richtung. Aber was stimmig ist, dass Tesla natürlich seine Preise hier in Europa erhöhen wird, weil sie sich natürlich sagen, da wo Geld ist, da müssen wir es auch abholen. Und da wo Strommasten umgesägt werden, da müssen wir es auch abholen, weil wir hatten den Ausfall hier, müssen wir es natürlich irgendwo wieder reinbekommen. Aber nun ist es ja auch ein, sagen wir so schön, potenter finanzieller Markt und der ist zwar auch preissensitiv, aber natürlich, wir sehen es ja zum Beispiel bei Apple auch, die senken hier auch kaum Preise. Tesla hat ja auch so ein bisschen Kultstatus und die Fans von Tesla, die sich die Fahrzeuge kaufen, die werden auch die 5-10% da mehr bezahlen, dann wird die das also nicht so großartig stören. Hauptsache, sie haben Tesla Elektroauto. Bei Porsche ist es natürlich insofern super, weil Porsche sowieso hohe Preise hat. Also ist natürlich glücklich, wenn andere dann ihnen langsam näher kommen. Aber bei Porsche sind natürlich noch andere Faktoren dabei. Jetzt gab es eben diese Nachricht, dass der CEO bis 2030 bleibt. Damit hat man wieder so einen kleinen wichtigen Eckpfeiler CEO. Ganz wichtig, dass der natürlich der CEO auch an Bord bleiben und den Umbau des Unternehmens ein bisschen auch begleiten. Umbau heißt eigentlich eher, natürlich ist man da in dieser Elektrosparte auch stark unterwegs. Das heißt ja nicht, dass Porsche gar nicht mehr mit irgendwelchen Verbrennern arbeiten wird, also ich glaube es zumindest nicht. Aber das ist natürlich schon mal sehr wichtig, dass in der Sparte eben ein bisschen Musik reinkommt. Und das war auch das Problem eigentlich, warum die Aktie gefallen ist, weil man hier so ein bisschen die Ordnung verloren hat. Das war ja so, dass der VW-CEO auch der Porsche-CEO ist und da will man eigentlich, das will man eigentlich so ein bisschen mehr getrennt sehen, dass also hier ein bisschen mehr Einigkeit sozusagen zustande kommt, dass es zwei Chefs gibt, denn diese Unternehmen haben doch durchaus verschiedenartige Ausrichtungen und VW ist eine ganz große Baustelle und die erfordert schon die Kraft von einem CEO voll und ganz, kannst also nicht so nebenher noch machen. Und bisher hatte das ja auch eher so ein bisschen kommissarische Wirkung. Also insofern ist man schon mal ganz glücklich, dass es da mehr Klarheit gibt bei Porsche. Wir hatten ja die Aktie hier schon vor ein paar Wochen schon mal sehr attraktiv angesehen. Da war sie so im Bereich um die 79, 80 Euro. Dann gab es die Zahlen, die man sieht, da hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, dass German Angst erstmal reagiert hat. Die haben also nicht so ganz
die Ausrichtung des Unternehmens, glaube ich, nachvollzogen. Und jetzt ist das Gute daran, dass man ganz einfach erkannt hat, wie günstig das Unternehmen war, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Zahlen gekommen sind. Wer also da eingestiegen ist in der Preissparte zwischen 80 und 85 Euro, der freut sich jetzt immer noch. Aber wir sagen eigentlich ja auch, dass wir die Aktie, das hatten wir auch damals schon gesagt, noch deutlich höher sehen als den aktuellen Preis. Also ich sage mal 100 bis 104 Euro würde ich der Aktie durchaus mal in absehbarer Zeit zutrauen. Genau, verstärkt kommt auch noch wahrscheinlich, dass die Märkte ja immer so alles Zusätzliche mit einpreisen. Wir hatten auch mehr darüber gesprochen, China könnte weiterhin noch eine ganz dominierende Rolle spielen. Wir haben heute Morgen auch schon darüber gesprochen, dass ja so die ersten Stimulus-Hoffnungen irgendwo bestehen, dass China etwas kräftiger Geld ins System pumpen wird. Das sehen wir aber auch jetzt nicht nur an den klassischen Verbrennermotoren, also gerade auch bei Porsche. Porsche war mit unter anderem bei China selbst im letzten Jahr 16% minus im Absatz, also im Absatzmarkt China gemacht. Und in der gesamten, Jahresumsetzung lagen wir so knapp bei minus 3%. Also man sieht, es kommt möglicherweise auch hier wieder so ein bisschen der Hoffnungsschimmer aus China. Zusätzlich sehen wir auch, dass der Ölpreis kräftiger ansteigt. Du erinnerst dich, wir haben schon bereits im Dezember immer wieder darüber gesprochen. Wenn China tatsächlich ihr Konjunktur hochfährt, ja, und Geld ins System pumpt, dann dürfte sowohl, klar, die Automobilbranche, aber auch der Ölpreis möglicherweise etwas stärker anziehen. Ich bin sehr gespannt. Klar gibt es natürlich auch andere News, die den Ölpreis hier im aktuellen Moment so ein bisschen mit, nach oben ziehen. Russland, da gab es auch noch mal ein paar News. Aber ich glaube, insgesamt, und wenn man sich jetzt mal hier den Ölpreis zwischenzeitlich mal anschaut, das sehen wir beim Brent Öl. Wir sind jetzt mit einem Jahreshoch unterwegs. Heute wieder 1,3%. Der Ölpreis liegt knapp bei 86 Dollar. Und das ist nämlich der Brent Öl. Und wir haben ja basierend darauf auch noch mal bei uns bei Märkte und Trends die Shell soweit aufgenommen. Dazu gehen wir aber morgen noch mal etwas tiefgründiger. Also der Ölpreis dürfte auf jeden Fall in diesem Jahr durchaus interessant sein. Und das ist auch für die Saison im Moment sehr spannend und sehr interessant, der Ölpreis. Und was auf jeden Fall auch interessant heute gewesen ist für euch, ist die PayPal gewesen. Denn die hattet ihr ja auch schon immer mal wieder im Blick gehabt und auch bei Märkte und Trends häufiger besprochen. Wie sieht es denn dort mit der PayPal momentan aus und gab es da irgendwelche News von irgendeiner Seite? Ja, also newstechnisch gab es nicht viel. PayPal, genau, was das betrifft, also die haben immer, was die Quartalszahlen betreffen, sowohl das Q4-Geschäft als auch das Q3-Geschäft im letzten Jahr, ist eigentlich sehr gut ausgefallen. Aber der Wettbewerb wird natürlich groß von den ganz großen Tech-Konzernen. Da haben wir Google Pay, wir haben Apple Pay, was mit an Bord ist. Klar, da tut sich PayPal im Moment etwas schwer, aber wir haben Alex, Chris, glaube ich, heißt der, wenn ich mich nicht täusche, der neue CEO, der im letzten Jahr mit eingesetzt wurde. Der hat da erstmal so ein bisschen komplett aufgeräumt, also ein bisschen Kosten zu sparen, das heißt also Arbeitsplätze abzubauen, dann aber auch den Fokus wieder ins Kerngeschäft zurückzurücken, das Thema künstliche Intelligenz. Da gab es auch ein paar große Meldungen, dass PayPal durchaus aufgrund der Daten, die vorhanden sind, besser auswerten kann, Produkte eventuell zu vermitteln. Das war so ein Bereich, wo man sagt, da könnte man die künstliche Intelligenz so ein bisschen einsetzen. Das heißt also zwischen den E-Commerce-Anbietern und den Kunden irgendwo zu vermitteln, dass PayPal sagt, hier pass auf, lieber Kunde, das wäre eventuell für dich interessant und das Produkt gehört zu X und damit könnte man wieder etwas Geld verdienen. Klar, der Kryptowährungsbereich ebenfalls auch sehr interessant. Man muss schauen, ob sich PayPal neu erfindet. Knapp 400 Millionen Kunden weltweit, da ist durchaus Potenzial drin, aber man muss natürlich sehen, wo kann noch etwas mehr Wachstum entstehen? Weil das ist nämlich das Hauptproblem bei PayPal, dass sie einfach nicht wachsen. Ja? Sie haben zwar Kunden, sie können zwar aus den Kunden noch mehr, damit Geld verdienen, aber Thema Wachstum ist halt auch enorm wichtig. Ja, damit hast du auf jeden Fall recht. Und klar, PayPal hatte angefangen, ein bisschen zu restrukturieren und natürlich halt auch in diesen Bereich halt mit reinzugehen. Aber würdest du dich freuen, wenn auf einmal PayPal dir irgendwelche Produkte vorschlagen würde, wo du am besten einkaufen könntest? Ja, warum nicht? Klar. Wenn man Amazon, PayPal ist natürlich ein Finanzdienstleister, Zahlungsabwickler. Warum nicht, wenn die, jeder mischt da irgendwo rum. Also heute ist ja gerade in dem Thema künstliche Intelligenz, macht ihr oder die großen, Tech-Konzerne, Zahlungsabwickler. Jeder mischt irgendwo mit. Ja, warum sollte PayPal die Füße stillhalten und nicht mitmischen? Liebe Zuschauer, wie würdet ihr es denn sehen, wenn auf einmal auf eurem PayPal-Account eine Nachricht
poppen würde und sagen würde von wegen, hey hier, ich mache dir mal folgendes Angebot, geh doch dort mal einkaufen. Lass doch auf jeden Fall einfach mal ein paar Worte in den Kommentaren unter diesem Video drunter. Von daher sind wir nämlich mit unserer DAX-Schlussglocke für heute auch schon am Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen bei unserem Morning Call auch wieder mit dabei seid. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich danke euch beiden auch. Ja, vielen Dank. Gerne. Und euch. Bis morgen. Schönen Abend. Ja.